Thank you.
Und da labert der Onkel und labert und labert. Ja, also nochmal willkommen in Osaka. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab hier. Ich habe mal wieder vergessen, das Mikro auszuschalten. Es geht nach Kagoshima. Eine gute Stunde Flug. Maschine ist hochgefahren. Departure habe ich euch auf der Karte gezeigt. Schade, dass es ohne Ton war. Kommt vor. Dann geht's jetzt nach Awaji. Dann geht's auf die Yankee 232. Nach Kilo Romeo Echo. Dann geht's nach Sukmo. So eine kurze Strecke und dann auf die Yankee 50 und so viele Waypoints. Yankee 50 nach Donki. Dann gibt es die Yankee 75. Nach Beckfu. Dann die Yankee 757. Nach Spica. Und das war's fürs Erste. Das mit dem Ugoyo ist die Transition für anzufliegen. Die lassen wir drin. Perf init haben wir schon. Farnav Setup passt. Dann machen wir uns hier noch Winav an. Setzen wir uns den Autopilot mal auf 6000 Fuß. Und dann sind wir, denke ich, gebordet. Oh, ja, super Idee. So, der Chatway geht weg. Jawohl. Dann machen wir die zu. Die weg. Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. Und dann sind wir ready for push. Welcome aboard this flight. We hope you enjoy flying with us. Before takeoff, we would like to encourage all passengers to watch our cabin crew display the safety features of the aircraft. Fahren wir noch hier auf Auto. Machen die Pumpen an hier oben. Und dann geht's gleich los. So, da muss ich mir mal gerade der Karte hier angucken, wo wir hinpushen. Wir müssen auf die 32 Left, das heißt, wir müssen hier runter. Das heißt, wir pushen die Maschine nach rechts raus. So wird es sein. So.
geht's. Beacon an. Rechtes Triebwerk. Und go. Außer uns ist niemand auf dem Flugplatz. Somit haben wir keinen Stress mit anderem Verkehr. End of pushback. Still located here and here. In case of an extreme emergency landing, you'll be instructed to get into the brace position, which is executed by placing your head between your knees with your hands over your head. We would also like to remind you that you should turn off all electronic devices. We thank you for paying attention during this brief presentation. So. Wenn die Maschine hochgefahren ist, geht's zum Taxi. So, dann können wir das Radar schon anmachen. Gut, wir sind ready for Taxi. Dann geht's jetzt los. Taxi Lights gehen an. Dann taxi wir uns unser 32 left. Parking Brake off. Auf geht's. Ist ja kein Mensch da.
Lokaler Luftdruck ist bei 1014. Theoretisch. Grad sind es hier, es ist doch unglaublich. Ne? Abex 74 at Osaka crossing runway 232 right. Abix 7432 right at Osaka cleared. La la la. Ladies and gentlemen, the captain has advised that we are now cleared for takeoff. Osaka traffic, Luft IBEX 74 line up runway 32 left.
ready for takeoff. Traffic Osaka, Osaka Airport, IBEX 75, takeoff, initial climb 6,000 feet via Tiger 2 departure. Positive climb, gear up, autopilot rein. IBEX 75 airborne. Wir holen den Schub raus, gehen in den Climb. Oder die Nase runter. Flight Level 360. IBEX 75, continue climb to flight level 360. So, beschleunigen wir etwas, gehen wir auf 240 Knoten hier. Die Nase ein bisschen runter. 6000 Fuß. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das macht. Ne? Ah, da war es falsch unterlegt, siehst du? Flaps up! Flaps up!
Geil. Und das Flughafen im Meer. Nun gut. Geht das Fußzimmer drüber. Landing Lights off. Wir beschleunigen auf 290. Indicated Airspeed. Da gibt's Musik auf die Ohren.
Oh, werte Zuschauer, gibt's mal wieder was. Es wird mal wieder was getan hier. Und zwar wird es Zeit, den Anflug zu planen. Genau. So. Das wird ein Airnav Approach auf die Runway 16 in Kagoshima. Das ist tatsächlich dem Wind geschuldet. Da müssen wir doch tatsächlich durch ein Tal. Charts vorbereiten. Das ist, wir wissen, wie das dort etwa aussieht. So! Eine wunderbare Sache. Ich denke, so sieht man es. Wir kommen von Spica rein über Demet, Perse, Ogoyo. 10.000 Fuß above, 7.000 Feet above, 5.000 Feet above, um dann in den Airnav Approach über Ogoyo nach Base einzudrehen, um dann nach links auf den auf die 16 reinzugehen. Ja? Das sieht doch ganz gut aus hier. So. So, let's go! Dann sagen wir der Maschine mal, was wir vorhaben, ne? Wir gehen auf die Airnav 16 über Ogoyo und Ogoyo. Ah, jetzt klingelt. Ich mach das mal, ich execute das mal. Und geh mal kurz gucken, wer klingelt. Aha, wir haben noch 3629 nautische Meilen, steht hier. Na, da stimmt aber doch was nicht, hä? Dann gehen wir mal auf die 6. Die Spica. Execute. Ah, so wird da ein Shoot raus. 7 Minuten bis zum Top of Descent, 48 nautische Meilen. Ach, wunderbare Sache. Das sieht doch gut aus. Da gibt es eine Miss Approach. So machen wir das. Aha. Ja, wunderbare Sache. Da können wir noch ein paar Minuten Musik hören. Ne? So, die Transition Altitude ist bei Flight Level 140. So, dann stellen wir die Landing Elevation ein.
So. Da sind auch noch 25 Grad in Hagoshima. Was hat er gemacht? Hat der Onkel mal wieder die APU vergessen? Kein Wunder, wenn man mit dem Sprit nicht hinkomme. Ne? So, 17 Minuten noch etwa bis zur Landung. Oh, London Controller ist live. Auch schön. Vulkanasche, echt? Das, was man alles sieht. Da ist südlich von unserem Punkt ist ein Vulkan ausgebrochen. Was man alles sieht hier. Hier. Ein Electronic Flag Dog von Aviasoft. Sagt mir an, dass da unten Vulkanasche ist. Das wird wohl eher nicht simuliert sein, aber interessant. So, dann setzen wir uns erstmal die 11.000 Fuß.
So, jetzt sind wir über den Tod hinaus. Jetzt, da geht's abwärts. Und nicht das, was ich wollte. So, können wir eigentlich schon den barometrischen Luftdruck für 1040. Ein bisschen Schub rausnehmen hier. Das wäre ja 10.000, ne? Fuß. Ja, jetzt fliegen wir gleich in den Sonnenuntergang rein ein bisschen. Welchen tue ich hin? LJFM. Ja, LJFF. Liege wunderbar auf dem Gleitpfad.
Sieht doch krasser als normal. Hä? Sieht doch krass aus mit der Sonne, oder? Also der Flugsimulator, die Grafik ist schon fantastisch. So, zwischen den Bergen hier durch. Und dann drehen wir links ein und der Flughafen ist da hinten dran. Irgendwo hier. So, Musik aus. Ich muss mich konzentrieren jetzt. 13.000 Fuß, Schub weg. Geahnt, wunderbar. Also die Prozedur für durchzustarten stimmt ja auch nicht.
So, wir können gleich durchsinken auf 7000. Above. Sieht das krass aus. So, dann machen wir mal Landelichter an hier. Ein bisschen flott vielleicht, aber das regelt sich. Gleich. Wir bleiben noch ohne Schub. Direkt runter auf 220 Knoten. Und dann sinken wir durch auf 100 Fuß. So, wir können Flaps fahren. 1, 2, 3, Schub rein. Aus. So, the range, jetzt so, 0,0, so. Nehmen wir ein. Dann nehmen wir Schub raus. Nur, dass wir auf 180 Knoten runtergehen. Langsam mal was sicher. Knots. Wir kommen da gut rein, denke ich.
Der Schub rein. Wonderful. Wonderful. Letzter Linksturn. Und dann sehen wir hoffentlich die Landebahn inside. 18 nautische Meilen. Fantastisch! Guck mal! So. Doof. Oh, wunderbar. Wir sind ein bisschen zu. So, jetzt. Nehmen wir das auf Null. Warte mal, wenn ich jetzt an den Approach-Mode schalte, was macht er dann? Macht er das? Und wenn ich jetzt hochdrehe? Nee. Keine gute Idee. So, wie viel Meilen? 4. Ibex 75 on final for Kokushima. Runway 16. Gear's done. Jawohl. Die sind ab. Wir sind on final. Können wir ein bisschen tiefer reinfliegen. Und dann ist die Höhe. 100 50 40 30 20 10 touchdown 60 knots. Manual break.
IBEX 75 left the runway. Da ist sonst niemand. So, APU ist wieder gestartet. Immer parken. Und dann sind wir schon da. Na, wonderful. Flaps sind ab. Ups. I think we should turn off the reversers. Oh ja. So, hier müssen wir links. Wir parken nämlich hier auf der 10. Das wäre auch voll krass, oder? Wenn man wenn man Vulkanausbrüche, Vulkanarsche simulieren würde, ey, Alter. Ich denke, das reicht. Parking Brake Set. Taxi Light ist off. Was auch immer jetzt gerade ausgeschaltet wurde. Und Engine, das hat nicht geklappt. Engine 2, Shutdown. Engine 1, Shutdown. Jetzt off. Ebenfalls off. Das steht hier auf Standby. Radar ist off. Triebwerke sind down. Triebwerke sind down. Dann Aircraft. Das dran open. Zack. Chatway ran. So. Fuel pumps off. Hydraulik off. Emergency lights sind aus. Beacon nach Logo aus. So what? Sind ja nicht viele Passagiere. Wir gehen mal einfach davon aus, dass die alle ausgestiegen sind.
Anti-Ice geht auf Off. Klimaanlage aus. APU off. Und das war's. An der Stelle darf ich mich verabschieden. Ja, der hängt immer kurz. Und sie waren ein wundervolles Publikum. Und die Passagiere bedanken sich auch. Und tschüss.